Willkommen bei dieser Mobility-Routine für Beginner. Du kannst direkt mitmachen, das ist eine Follow-Along-Routine. Das heißt, ich werde alle Übungen mit dir durchgehen. Wir werden ca. 10 bis 12 Wiederholungen pro Übung durchführen und sind in 5 bis 10 Minuten sauber vorbereitet, um in den Tag zu starten, um in dein Training zu starten oder dich einfach insgesamt etwas geschmeidiger zu fühlen. Los geht's! Wir benötigen kein Equipment, wir machen alles mit dem eigenen Körpergewicht und wir beginnen mit den Sprunggelenken. Was wir machen, wir nehmen das rechte Bein nach vorne und wir schieben erstmal vorsichtig unser Knie nach vorne. Die Ferse darf minimal abheben und dann ziehen wir einmal unser Bein nach hinten und bringen eine Streckung auf den Fuß. Du kannst dir ein Kissen unter das Knie legen, falls du nur einen harten Untergrund hast. Und wir führen hier von 10 Wiederholungen aus. Versuch den Radius immer minimal zu steigern. Wie gesagt, die Ferse darf hier leicht abheben. Versuch hier den Radius immer etwas größer zu bekommen. Und die letzte Wiederholung. Okay. Dann wechseln wir die Seite, wir nehmen das linke Bein nach vorne, führen die Bewegung ebenfalls aus, schieben unser Knie nach vorne. Du kannst wieder ein Kissen unter dein Knie legen, gehst hier über den größtmöglichen Radius. Das ist eine gute Übung, zum Beispiel bevor du laufen gehst oder bevor du Kniebeugen machst oder einfach, wenn du weißt, dass deine Beine etwas, ich nenne es mal, eingesteift sind, kannst du diese Übung immer mal wieder durchführen, weil sie nicht nur die Sprunggelenke vorbereitet, sie beugt und streckt dein Knie und sie beugt und streckt ein bisschen deine Hüfte beziehungsweise bewegt so ein bisschen deine Hüfte hin und her. Vor allem auch hier führt man einen leichten Stretch. Noch 2 Wiederholungen. Und gut, dann setzen wir uns einmal hin, machen die sogenannte Bärensitzrotation. Das ist eine Basisübung für die Hüfte. Du darfst die Hände hinten aufstützen. Und jetzt geht es darum, du hebst dein eines Bein ab, bringst eine Dehnung auf die Oberschenkelinnenseite und gehst auf die andere Seite rüber. Versuch diesen Stretch immer wieder aufzunehmen. Wir rotieren dabei immer wieder die Hüfte. Du darfst auch mit der Hand abheben, wenn du möchtest. Wenn du die Übung etwas schwerer haben möchtest, kannst du den Oberkörper aufrichten und das ohne Hände machen. Denk daran immer, es sollte eine saubere Technik vonstatten gehen. Wenn du also hier einfällst und hier arbeitest, macht es mehr Sinn, sich aufzustützen und hier sauber mit einer langen Wirbelsäule durchzubewegen. Sehr gut, noch eine Wiederholung. Und relax. Sehr gut. Wir gehen an die Wirbelsäule. Und zwar gehen wir auf alle Vieren. Und wir machen die sogenannte Katze-Kamel oder auch Katze-Kuh-Übung, wie sie gerne genannt wird. Und mobilisieren die Wirbelsäule Step by Step. Das Erste, was du machst, ein Rundrücken. Und jetzt kippst du dein Becken. Das heißt, du gehst langsam in ein Hohlkreuz und führst Wirbel für Wirbel die Bewegung so aus, dass du am Ende in der kompletten Streckung der Wirbelsäule bist, atmest und rollst wieder ein. Wiederhole das. Hohlkreuz, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Atmen und wieder einrollen. Noch zweimal. Hohlkreuz. Atmen. Wieder zurück. Und ein letztes Mal. Maximal ins Hohlkreuz, auch wirklich Brustwirbelsäule spüren. Blick nach vorne, atmen. Und wieder zurück. Das gleiche machen wir jetzt für die Brustwirbelsäule. Das heißt, wir gehen aus dieser Position in den Fersensitz und stellen hier unsere Finger vor uns auf und mobilisieren jetzt unsere Brustwirbelsäule. Das heißt, wir machen uns rund
und machen genau die gleiche Bewegung. Wir rollen uns von unten nach oben und merken jetzt, dass wir etwas höher in den Rücken kommen, also den oberen Rücken etwas mehr strecken können. Atmen ein, atmen aus. Nochmal einatmen, ausatmen. Dann rollen wir uns wieder ein. Wiederholung Nummer 2. Hochrollen. Einatmen. Und wieder zurück. Noch einmal. Hochrollen. Einatmen. Ausatmen. Nochmal atmen. Und nochmal ausatmen. Und wieder einrollen. Wenn es für dich möglich ist, bleiben wir im Fersensitz. Wenn nicht, du kannst dich auch einfach nur auf den Boden setzen für die nächste Übung. Im besten Fall bleibst du hier sitzen. Und zwar machen wir den Schwimmer. Und der Schwimmer sieht so aus, dass wir die Hände an den Hinterkopf nehmen. Und als allererstes mal unsere Ellenbogen langsam nach hinten nehmen, unsere Schulterblätter also zusammenschieben. Jetzt heben wir die Hände vom Hinterkopf ab und strecken die Arme nach oben. Jetzt greifen wir so weit wie möglich hinter uns und legen die Hände so hoch wir können auf den Rücken und schieben langsam unsere Ellenbogen nach vorne. Nehmen unsere Ellenbogen wieder nach hinten, greifen nach hinten und machen wieder eine große Bewegung und legen die Hände wieder an den Hinterkopf. Und nimm die Ellenbogen nach vorne. Wiederholung Nummer 2. Nach hinten, nach oben, über, seitlich vorbeigreifen, Hände so hoch wie möglich auf den Rücken, Ellenbogen nach vorne, Ellenbogen nach hinten. Große Bewegung. Und wieder ablegen. Ellenbogen nach vorne. Dritte, letzte Wiederholung, Ellenbogen nach hinten. Über die Seite so weit wie möglich rotieren, Hände ablegen, Ellenbogen nach vorne, Ellenbogen nach hinten und wieder rotieren, Hände ablegen und Gutes. Letzte Übung, nur noch die Handgelenke und zwar ganz simpel, Handgelenke zu dir, beziehungsweise sorry, Finger zu dir, langsam nach hinten lehnen, Stretch aufnehmen. Und wieder nach vorne kommen. Und versuchen von Wiederholung zu Wiederholung immer etwas weiter zu kommen. Wir machen 12 Wiederholungen. Spüre den Stretch, ohne dass du Schmerzen dabei hast. Das sind die letzten Wiederholungen. Versuch noch mal ein bisschen weiter zu gehen. Atme ruhig. Noch 3 Wiederholungen. Und die letzte. Und fertig. Sehr gut. Ja, wir sind den ganzen Körper einmal durchgegangen, von den Sprunggelenken bis zu den Handgelenken. Danke, dass du mitgemacht hast. Klick gerne noch kurz auf den Gefällt mir-Button, lass gerne ein Abo da, dass du kein Video mehr verpasst. Und wenn du mehr solche Videos haben möchtest, wie Routinen zum Nachmachen, dann gerne einmal kurz in die Kommentare schreiben, was du dir denn für Ganzkörperroutinen oder für spezielle Gelenke vorstellst. Würde mich sehr freuen und ich verlinke dir hier noch die Playlist für weitere Videos, die wir vor allem während der Corona-Pandemie aufgenommen haben, dass die Leute auch wirklich zu Hause was machen können. Und das gilt natürlich auch nach dieser Geschichte, weil das sind zum Teil 30 Minuten Follow-Along-Routinen, die du hier alle gesammelt hast in dieser Playlist. Deswegen viel Spaß damit. Bleib geschmeidig. Dein Mobility-Coach Benny.